Ja, wir haben schon an verschiedenen Stellen jetzt den Begriff Subnetzmaske gehört. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, was verbirgt sich eigentlich genau dahinter und was kann man mit dieser Subnetzmaske eigentlich genau anfangen. Denn letzten Endes, das sieht man schon am Kapitel Namen, können wir sogenannte Subnetze auch bilden. Und genau damit wollen wir uns jetzt mal beschäftigen. Was ist eigentlich das Problem oder der Ausgangspunkt für die Bildung von Subnetzen? Nun, wir haben schon gehört, bei IP-Version 4 werden langsam aber sicher die Adressen knapp. Da muss man sich natürlich entsprechende Techniken überlegen, wie man dieser Adressknappheit entgegenwirken kann. Zudem gibt es eben keine Basissicherheit von Netzwerken. Was sich genau dahinter verbirgt, das sehen wir gleich noch im Detail. Und wir haben kaum Verwaltungsmöglichkeiten ohne die Verwendung von Subnetzen. Wir haben schon gesehen, IP-Adressklassen A, B und C sind teilweise sehr, sehr groß, sind teilweise sehr, sehr viele Rechner drin, die wir dort adressieren können oder wo wir Adressen für vorhalten müssen. Und genau das möchte man eben mit Subnetzbildung ein bisschen aufbrechen. Nun, die Ursachen dafür sind oder liegen eigentlich auf der Hand. Wir hatten ursprünglich einen relativ verschwenderischen Umgang mit IP-Version 4-Adressen. Jeder hat eigentlich das gekriegt, was er früher haben wollte, weil man ganz einfach auch den Bedarf an IP-Adressen zu der Zeit damals sehr, sehr falsch, wie sich heute herausgestellt hat, eingeschätzt hat. Und dadurch haben wir eben das Problem der Adressknappheit. Was ist jetzt die Lösung für das Problem? Klar, das Thema dieses Kapitel, die Bildung von sogenannten Subnetzen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie macht man so etwas? Und genau darum wollen wir uns jetzt kümmern, also um die Bildung von Subnetzen. Und dabei kann man so vorgehen, dass man die eigentlichen Hostbits, wir haben ja gelernt, das sind die Nullen in der Subnetzmaske, die eigentlichen Hostbits umwandelt in Netzanteilbits, also aus den Nullen quasi Einsen macht. Und dabei muss man aber darauf achten, dass von links nach rechts lückenlos immer die Nullen in Einsen umgewandelt werden, dass also keine Nullen dazwischen stehen können. Die genaue Vorgehensweise werden wir jetzt in diesem Kapitel kennenlernen. Was passiert jetzt letzten Endes dadurch, dass wir Subnetze bilden? Was sind also die Auswirkungen? Nun, wir verändern natürlich die Subnetzmaske. Wir verändern uns also weg von der ursprünglichen Standard-Subnetzmaske, die ja pro Netzwerkklasse festgelegt ist. Wir bilden dadurch verschiedene kleinere Netzwerke, deswegen auch Subnetze, also Unternetze von unserem ursprünglich großen Netzwerk. Und wir verringern dadurch auch die Anzahl von möglichen Hosts, die ich pro einem solchen Netzwerk eben adressieren kann. Die Ergebnisse, die ich dadurch erhalte, sind natürlich auf der einen Seite, wie schon erwähnt, kleinere Netzwerke. Ich habe eine gewisse Sicherheit, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Und wir setzen eben IP-Adressen frei, denn unter Umständen, wenn ich ein Klasse-A-Netzwerk habe, brauche ich davon gar nicht alle 16 Millionen irgendwas Adressen, sondern eben nur einen Bruchteil davon und das kann ich eben mit Hilfe von Subnetzen freisetzen. Wie sieht nun so eine Subnetzmaske eigentlich aus? Ein bisschen was davon haben wir schon kennengelernt, nämlich zum Beispiel 172, 16, 14, 193 und dazu eben die Subnetzmaske 255, 255, 00. Oder, und das ist die etwas modernere Schreibweise, 172, 16, 14, 193, dann ein Slash dahinter und dahinter dann eben die Anzahl der Einsen, die wir in unserer Subnetzmaske haben. Bei 255, 255, 00 wären das eben 16 Einsen, die wir dort haben. Das wäre eben die neuere, modernere, klassenlose Darstellung von Subnetzmasken. Wir schauen uns das mal an, wenn wir jetzt unser Klasse C-Netzwerk in einzelne Subnetze unterteilen wollen. Wir gehen jetzt mal weg von der 172er Adresse, sondern hin zu einer klassischen IP-Adresse in privaten Netzwerken, gerade auch die von ja, beispielsweise DSL-Routern in kleinen Heimnetzwerken vergeben werden per DHCP, nämlich 192, 168er Netzwerke. Wer ein bisschen aufgepasst hat, wird schon erkennen, das sind private IP-Adressen, mit denen wir hier arbeiten. Das ist also auch nochmal ein kleines Detail, auf das man dabei achten sollte. Also wir haben jetzt hier eine IP-Adresse aus dem Klasse C-Bereich 192.168.10.0 mit einer Subnetzmaske /24, also 255, 255, 255, 0, Standard Klasse C Subnetzmaske. Das entspricht in diesem Fall, das haben wir in einem anderen Video schon gesehen, also einem Netzwerk mit 254 Hosts. Und aus diesem einen Netzwerk mit 254 Hosts wollen wir nun eben kleinere Netze bilden mit entsprechend weniger Hosts pro Netzwerk. Und wir haben das hier mal beispielhaft gemacht, 192.168.10.0/27. Wir haben jetzt also 27 Bits in unserer Subnetzmaske. Und daran sehen wir schon, wir haben von den ursprünglichen Nullen, die wir im Hostanteil der Subnetzmaske hatten, uns jetzt drei von diesen Nullen entliehen und machen daraus Einsen, wandeln die also in den Netzanteil um.
Bei diesen drei, wenn wir diese drei einzeln entnehmen, dann hat das folgenden Effekt. Und das sehen wir ja in diesem Lückentext darunter. Das entspricht nämlich, dass wir 2 hoch 3, also wir nehmen die Anzahl der neu hinzugewonnenen Netzanteil-Bits, 2 hoch 3 gleich 8 haben. Das bedeutet, wir bilden dadurch 8 Netzwerke, 8 Subnets mit jeweils 32 darin enthaltenen Adressen. Das ist auch dargestellt in dieser Tabelle, die wir jetzt auf der Folie da unten sehen. Sie sehen dort 8 Netze. Wir fangen immer bei 0 an zu zählen. Das hat auch einen bestimmten Grund. Denn Sie sehen schon, das oberste und das unterste Netzwerk, die sind rot markiert in dieser Tabelle. Das bedeutet, das oberste Netzwerk, das sogenannte Subnet 0, deswegen auch die 0 am Anfang, das dürfen wir eben nicht verwenden, um daraus IP-Adressen zu vergeben. Und das letzte Netzwerk dürfen wir auch nicht vergeben, denn darin befindet sich die Broadcast-Adresse des Gesamtnetzwerkes, also ursprünglich mal die letzte IP-Adresse von unserem ursprünglichen Netzwerk und im Subnet 0 eben die Netzwerkadresse von unserem ursprünglich großen Netzwerk. Das ist ein kleines Relikt noch, neuere Router können auch damit umgehen, also da kann man sogar diese Netzwerke auch verwenden. In diesem Fall lassen wir das aber mal außen vor, also wir denken immer daran, das erste, das Subnet 0 und das letzte Netzwerk, das letzte Subnetz, was wir gebildet haben, die verwenden wir eben nicht für die Host-Adressierung. So, jetzt haben wir schon mal gesehen, so eine grobe Übersicht, wie so ein Subnetting aus einem großen Netzwerk eben verschiedene kleinere Netzwerke erstellen kann. Wir werden das auch natürlich noch in den Übungen ganz ausführlich durchrechnen und berechnen, wie man diese Subnetze bilden kann auf Basis von verschiedenen Vorgaben. An dieser Stelle jetzt erstmal, wie ermitteln wir eigentlich die Anzahl der geschaffenen Subnets? Das haben wir jetzt eben schon mal flüchtig gesehen. Und zwar sind dafür entscheidend die Anzahl der Bits, die wir aus dem ursprünglichen Hostanteil entnommen haben und daraus eben Netzanteil-Bits gemacht haben, also von 0 auf 1 umgekehrt haben. Wir haben das eben schon gesehen, wir haben dort 3 Nullen in Einsen umgewandelt und das bedeutet für uns eben 2 hoch 3 und wir können damit eben 8 Subnets schaffen. Wichtig dabei, und das waren eben die oberste und die unterste Zeile, die rot markiert waren in unserer Tabelle, das jeweils erste und letzte Subnet darf nicht verwendet werden, da darin eben die Netzadresse und die Broadcast-Adresse des Gesamtnetzwerkes enthalten sind. Bedeutet also, wir müssen wieder 2 abziehen, ähnlich wie wir es auch bei der Host-Adressierung in Netzwerken machen müssen. Auch da dürfen wir nicht die erste und die letzte Adresse vergeben. Das bedeutet, wir haben von diesen 8 Subnetzen, die wir gebildet haben, eben 6 nutzbare Subnets. Das Gleiche, was wir mit den Netzwerken an dieser Stelle gemacht haben, können wir uns natürlich auch nochmal für die Hosts angucken, also die Anzahl der Hosts pro Subnet. Und dabei ist es so, dass eben die übrig gebliebenen Nullen in unserer Subnetzmaske entscheidend sind. Also die werden gezählt und die Anzahl dieser Nullen, die ist eben entscheidend für die Anzahl der Hosts, die wir dort adressieren können. Und wenn wir dieses Beispiel von eben weiterführen, also wir haben 3 Nullen entnommen und haben da Einsen draus gemacht, bedeutet letzten Endes, wir haben noch 5 Nullen in unserer Subnetzmaske im Hostanteil übrig. Und das bedeutet in diesem Fall, wenn wir 2 hoch 5 rechnen, kommen wir eben auf 32. Also wir können 32 Adressen pro Subnet vergeben. Und auch da erinnern wir uns wieder, pro Subnet dürfen wir auch nicht die erste und die letzte IP-Adresse verwenden, um damit einen Host zu adressieren. Das heißt, wir müssen pro Subnet auch wieder minus 2 rechnen. Bedeutet also in diesem Fall, wenn wir eine 27er Subnetzmaske haben, dass wir rechnen müssen 2 hoch 5 minus 2. Und dabei kommen wir eben auf 30 Hosts, die wir in diesem Subnetz adressieren können. Wir schauen uns das nochmal auf dieser Tabelle an. Genau das war ja das, was wir vorhin auch schon mal gesehen haben. Und wir sehen in dieser Tabelle eben genau unsere 8 Subnetze. Wenn Sie sich mal die Host-Range angucken, die dritte Spalte, dann sehen Sie dort auch, dass wir dort eine 32er Schrittweite haben. Denn darin enthalten ist ja auch immer noch die Netz-ID und die Broadcast-ID. Aber wir haben nicht 32 adressierbare Hosts, sondern nur 30, da wir die erste und die letzte Adresse ja abziehen müssen. Also Schrittweite 32, adressierbare Hosts, in diesem Falle 30. Wichtig ist jetzt natürlich noch, da wir ja unsere Standard-Subnetzmaske verändern, können wir nicht mehr so auf den ersten Blick unbedingt zuweisen, in welchem Netzwerk befindet sich eigentlich mein Rechner mit einer bestimmten IP-Adresse. Und da sehen wir auf dieser Folie etwas, was wir auch schon mal kennengelernt haben, nämlich den logischen AND-Vergleich. Das soll heißen, sobald ich eine IP-Adresse habe und die zugehörige Subnetzmaske, kann ich mir aus dieser Information errechnen, in welchem Netzwerk sich eigentlich mein Rechner befindet. Das soll heißen, ich kann mir damit die Netzwerkadresse meines Netzwerks errechnen. In diesem Fall sehen wir also, wir haben nach wie vor 192, 168, 10 und dann haben wir die Hostadresse 195 in diesem Fall mit einer Subnetzmaske von nach wie vor 27.
Wenn wir uns das mal binär untereinander schreiben, dann ist klar, überall dort, wo Einsen stehen in meiner Subnetzmaske, bekomme ich am Ende auch wieder eine 1 heraus für meine Netz-ID, sofern auch im letzten Oktett dort eine 1 steht. So, wir sehen das hier in diesem Beispiel. Am Ende kommt dann dabei raus 192, 168, 10, 192 als Adresse dieses Subnetzes. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Vorher wäre das natürlich eine Hostadresse gewesen. In diesem Fall ist es jetzt eine Netzadresse. Also beim Subnetting immer an der Stelle aufpassen. Und wenn wir jetzt nochmal wechseln auf unsere Tabelle, die wir ja schon kennengelernt haben, dann sehen wir das sechste Subnetz, in dem sich eben unser Rechner mit der gerade erwähnten IP-Adresse befindet.